Stadt Marco Schreuder und ich erteile ihm dieses. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Bildschirmen. Es ist natürlich jetzt hier ein Thema, das uns alle sehr betroffen hat, weil, und das muss man auch in dieser Deutlichkeit sagen, der 7. Oktober ungefähr so in unsere Herzen sich eingebrannt hat und unser Verständnis von Geopolitik hineingebrannt hat und hineingestoßen hat, wie manch andere Daten, an die wir uns auch erinnern können. Und 7. Oktober ist ein Datum, ein sehr unschuldiges Datum, sage ich mal. Ein 7. Oktober, weiß nicht, was da sonst noch so passiert wäre. Und ab diesem Jahr werden wir immer am 7. Oktober uns daran erinnern, dass in einer der brutalsten Aktionen, die ich jemals erlebt habe, und ich suche auch dieses Wort, nicht? Also es ist schon richtigerweise vorhin vom Kollegen der ÖVP gesagt worden, sagt man Mörderbanden, sagt man Terroristen, der Herr Bundespräsident hat von einer Shoah gesprochen, von einer Pogrom gesprochen. Wie nennt man es? Wie nennt man es wirklich, das, was passiert ist? Und es fehlen einem tatsächlich die Worte. Und wie schwierig dieser Konflikt ist, weil auch mein Vorredner der FPÖ gerade auch von Frieden gesprochen hat. Frieden ist natürlich das, was wir uns alle am meisten wünschen und was wir uns alle erhoffen. Aber Frieden, wenn eine Gruppe, die Hamas, die Vernichtung des anderen möchte, wenn eine Gruppe zum Ziel hat, die Tötung der anderen, und eine andere Seite, nämlich Israel, dieses Töten verhindern will, das muss man schon auch in dieser Deutlichkeit sagen, dass das die Balance dieses Konflikts ist. In der Charta der Hamas, und ich möchte Ihnen wirklich empfehlen, wenn Sie die noch nicht gelesen haben, diese zu lesen, in der Charta, das ist quasi das Parteiprogramm, das Grundsatzprogramm der Hamas, steht wortwörtlich drinnen, dass internationale Friedensverhandlungen umsonst sind und nichts bringen, weil unser Ziel ist es, nicht nur Israel zu vernichten als Staat, sondern es steht auch wirklich drinnen, jeden Juden zu töten. Das steht so drinnen. Und das muss man auch mal in dieser Deutlichkeit hier sagen. Hier geht es nicht um einen Konflikt eines Staates gegen einen anderen Staat. Es geht hier um einen Judenhass, der wirklich durch nichts zu rechtfertigen ist. Und diese bestialischen Attacken vom 7. Oktober haben gezeigt, wohin die führen. Und so gesehen ist die Solidarität Österreichs mit Israel in dieser Frage absolut richtig. Ich habe halt auch, Herr Kollege Spanring, ich verstehe Ihre Äußerungen auch sehr und ich habe mich, seit ich in der Politik bin, immer darum bemüht, weil mir ja Antisemitismus, übrigens auch Homophobie, auch Frauenfeindlichkeit, es gibt ja andere Felder, über die man immer wieder sprechen muss, auch wenn es um Integrationspolitik geht, ist auch wirklich enorm wichtig. Übrigens Maßnahmen, das möchte ich auch betonen, die ich immer wieder gefordert habe, die wir zum Beispiel, wenn wir in Wien sie auch umgesetzt haben, war es interessanterweise die FPÖ, die dagegen gestimmt hat, gegen diese Programme. Das möchte ich auch mal in dieser Deutlichkeit sagen. Und ich habe ja sehr viel Erfahrung, auch nicht so viel wie meine Kollegin Hauschild-Buschberger, aber ich habe ja auch meine Erfahrung in der Betreuung von Asylwerber und Asylwerberinnen. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass mit welchem Judenhass viele auch erzogen worden sind. Die haben das so gelernt. Juden sind der Satan, das ist der Teufel, das sind die bösen Menschen. Ja, die sind gegen uns. Die sind gegen uns. Wir müssen etwas gegen Juden sein. Die sind erzogen worden mit dieser Idee, dass das Judentum etwas Teuflisches ist. Aber es ist lohnenswert, diesen Gedanken zu bekämpfen. Es ist lohnenswert, den Antisemitismus zu bekämpfen. Es ist lohnenswert, hier jede Maßnahme unermüdlich in den Schulen, in den egal wo zu ergreifen, um diesen Gedankengut anzugehen.
Was nicht hilft, ist, dass wenn wir den Menschen sagen, du bist ein böser Mensch, dann werden wir den Antisemitismus nicht bekämpfen. Es ist lohnenswert, den Antisemitismus zu bekämpfen. Und das ist das Wichtigste, finde ich. Und ich tue mir auch schwer, weil man darf nicht vergessen, dass Antisemitismus ja nicht nur einer ist, den wir hier, wie es so schön heißt, immer importiert hätten. Antisemitismus ist in dieser Republik leider hat eine lange Geschichte, sei es ein Wiener Bürgermeister, und wir fragen uns ja schon seit Jahrzehnten, wie gehen wir mit den Denkmälern um? Ja, völlig zu Recht. Also das Kippen hat mir ganz gut gefallen, das Kontextualisieren finde ich ganz wichtig, auch zu sagen, was zum Beispiel Karl Lueger für die Juden und Jüdinnen in Wien im Ende des 19. Jahrhunderts bedeutet hatte. Ich glaube, wir müssen uns auch bewusst sein, dass Antisemitismus auch in unserem Land immer ein weit verbreitetes Phänomen ist. Und ich möchte hier schon auch sagen, Herr Kollege Spanring, dann würde ich mir auch wünschen, dass wenn man Mitglieder hat in deutschnationalen Burschenschaften, die diesen Antisemitismus frönen und mit Gesängen bejubeln, die gibt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die 7. Million singen, dass man auch hier deutliche Worte findet und sagt, diesen Antisemitismus, den lehnen wir zutiefst ab. Meine Damen und Herren, ohne Shoah würden noch vermutlich über 200.000 Menschen in Österreich leben, die sich als Juden oder Jüdinnen sehen. Es sind jetzt um die 10.000 Menschen. Das sind schon immer noch erschütternde Zahlen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir, und da bin ich eh froh, dass das alle Parteien machen, sagen zu diesen 10.000 Menschen, wir wollen nicht, dass ihr eure jüdische Symbole, eure Ketteln, eure Davidsterne, was auch immer ihr tragt, dass ihr das verstecken müsst. Und deswegen werden wir und müssen wir auch gegen jeglichen Antisemitismus vorgehen, ganz egal von welcher Seite. Es gibt viele, viele Formen des Antisemitismus, sei es als Antiimperialismus getarnter Judenhass, sei es ein rechtsextremer Judenhass, sei es ein deutschnationaler Judenhass oder sei es ein muslimischer Judenhass. Es ist eine Bedrohung, gegen die wir alle aufstehen müssen. Ich möchte hier schon auch, weil es um dieses Gesetz geht, natürlich auch meine persönliche Freude kundtun. Ich habe ja schon Mitglieder des Bundesrates eingeladen gehabt, öfter den jüdischen Friedhof in Währing zu besuchen. Wie viele von Ihnen wissen, ich war damals ein recht junger Landtagsabgeordneter und Gemeinderat in Wien und habe zufällig über diesen Währinger jüdischen Friedhof, der völlig vergessen war, in einem Artikel der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Das war damals der Charles Ritterband, der diesen Artikel geschrieben hat, und habe mich dann angefangen zu engagieren für diesen wunderschönen jüdischen Währinger Friedhof, ein wunderschöner Biedermeierfriedhof aus dem späten 18. und 19. Jahrhundert, wo man die Leute kennenlernt, die in Wien unter anderem den Musikverein gegründet haben. Das Palais Epstein, das jetzt zum Parlament gehört, der Herr Epstein liegt auf diesem Friedhof. Die Gründer der Nordwestbahn, der Westbahn, der Südbahn, die liegen dort. Die Gründer der Rudolf-Stiftung liegen dort, Mitbegründer des Musikvereins, Mitbegründer der Sozialdemokratie liegen dort, weil die Geschichte dieser Juden und Jüdinnen, die am Währinger Friedhof liegen, der dritten jüdischen Gemeinde, ist auch wichtig zu wissen, die dritte, wir haben jetzt die vierte jüdische Gemeinde, so oft haben wir schon Juden vertrieben aus der Stadt. Auch wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass wir im Mittelalter, in den 1670er Jahren und 1938 Vernichtungsfeldzüge gegen Juden schon in Österreich stattgefunden haben und in Wien. Ja, und dass dieser Friedhof, der so lange einen Dämmerschlaf hatte und so vergessen war und für den ich mich so eingesetzt habe. Und ich möchte einen Namen jetzt besonders erwähnen, meine Kollegin im Wiener Landtag, die Jennifer Kickert, die hier auch in so besonderen Ausmaß, dass dann, als ich dann einmal aus der Politik rausgegangen bin, das übernommen hat und für die Rettung hier gekämpft hat. Und dass wir jetzt immer wieder und jedes Jahr wieder Summen beschließen, dass dieser Friedhof saniert wird, dass der zugänglich gemacht wird. Ich glaube, dass genau diese Sichtbarkeit der jüdischen Geschichte auch so wichtig ist im Kampf gegen Antisemitismus. Und so schwierig das Thema heute ist, ich erlaube mir, mich darüber zu freuen,
dass wir diesen Friedhof sanieren. Ich freue mich auch, dass wir das allumfassend, allparteilich, der Kollege Alamowski möchte sich ja auch zum Beispiel jetzt in diesem Verein zum Währing-Jüdischen Friedhof einsetzen, worüber ich mich sehr freue. Das ist wichtig. Ich glaube, es ist unser gemeinsames Anliegen, den Antisemitismus zu bekämpfen. Das heute ist ein ganz, ein wesentlicher Schritt. Auch wenn ich dazu sagen muss, diese Summen, die wir für den Schutz jüdischer Einrichtungen, da geht es nicht nur um religiöse Einrichtungen, da geht es um Schulen, um Kindergärten und solche Sachen. Ja. Sportstätten, denkt man, die Hakor-Gründe zum Beispiel, ja. dass wir natürlich diese Summen uns überlegt haben vor dem 7. Oktober. Und wir sollten vielleicht auch dieses Signal an die jüdische Communities ausrichten. Wenn ihr was braucht, dann kommt zu uns. Ich glaube, wir alle hier sind bereit, mit Ihnen darüber zu reden, was notwendig ist zum Schutz von jüdischen Einrichtungen in diesem Land. Vielen Dank. Zu Wort gemeldet hat sich die